richtige Vorvorwahl. Der Big Brother Küchenchef hat für Claudi heute wieder einen Gaumenschmaus der speziellen Art parat. Dank Claudines Giftpfeil darf sie sich auf einem Mückenlarvenkonsommé freuen. Im Volksmund eine einfache Rinderbrühe mit roten Mückenlarven. 3 Löffel des schmackhaften Süppchens müssen vertilgt werden, sonst gilt die Aufgabe als nicht bestanden. Dann mal guten Appetit. Dann so ein bisschen vermischt habe. Dann habe ich nur gedacht, alles klar. Würmer schon wieder. Gestern Regenwurm, heute Mückenlarven. Nur so hier so ein bisschen ein komisches Gefühl, weil ich denke, die Larven sind noch nicht ganz unten. Da werde ich jetzt noch mal einen Schluck Wasser nehmen. Nicht Schmack, sondern traumhaft geht es derweil bei Patricia zu. Letzte Nacht hatte sie im Schlaf Familienbesuch. Ihr Vater Roberto Blanco kam auf eine Schlummerland-Stippvisite vorbei und hatte ein paar warnende Worte für seine Tochter im Gepäck. Ich glaube sogar, dass mein Vater in dem Traum irgendwie gesagt hat, ich soll aufhören, das zu sagen oder so. Ohne Scheiß. Weil die ganze Zeit mit diesem Voodoo-Zeug reden. Ich denke auch manchmal, du bist verzaubert. Voodoo. Weil ich dich auf der Party erlebt habe und dann... Manchmal denke ich mir auch, irgendwann hat eine Puppe von dir draußen. Und in dem Traum hat der irgendwie zu mir gesagt, ich soll aufhören mit diesem Voodoo-Zeug. Es war echt komisch heute. Bitte aufhören mit sowas, echt. Hat dein Vater zu dir gesagt? Mhm. Weil so Kuba und so, das ist ja da so ein bisschen, weißt du so. Aber da muss man echt nicht so mit so Sachen, das ist krass. Aber es ist auch eh alles Hokuspokus. Nee. Also meine Oma und so Verwandte, die haben, das ist da schon krass. Aber du darfst da nicht so Scherze so mit sowas machen, das ist echt krass. Die haben da gestern echt, das dürfen die nicht so machen die ganze Zeit, das ist so krass. Wer denn? Der Orhan. Ja, der Marcel ja. Und der Sascha. Was haben sie wohl? Ja, weil die ganze Zeit so Wude und du machst Wude und so Zeug, das dürfen die nicht machen, echt nicht. Ja, Entschuldigung, Frau Blanco, Sie betreiben Voodoo-Zauber. Ey, was ja, wirklich, Gott, also, wie kommst du auf das mit diesem Voodoo? Ja, weil du manchmal so Rolle für so einen Film schiebst. Sonst passiert hier noch irgendwas, ohne Witz. Nach düsterem Orakeln steht jetzt ein neues Thema an. Rache ist süß. Nachdem Neueinzug Diana von den Herren der Schöpfung in guter alter Big Brother-Tradition mit einem Streich getauft wurde, ging es für sie nur noch um eines. Aug um Aug und Zahn um Zahn. Blöd nur, wenn die Zielobjekte den Gegenschlag einfach verschnarchen. Wir zwei, das war so geil. Was? Ja, wie wir da voll rein sind. Ey, wir haben uns den Ast abgeklopft. Hab ich ja vorhin erzählt, wir sind doch nicht sweet. Hab ich nicht mitbekommen. Die haben ja ihr das ins Bett gelegt und daraufhin wollten sie sich ja rächen. Hat sich aber jemand gefreut. Hat sich aber jemand groß gefreut. Das ist ein Traum. Diese Wurst. Ich bedanke mich herzlich. Und wegen dem Voodoo-Scheiß. Wegen dem Voodoo-Scheiß. Okay. Und dann sind wir mitten in der Nacht da rein und haben halt haben uns am Boden gelegt und haben mit so Gabeln gegen die Wand geklopft. Und gekratzt. Total laut. Und da ist kein Mensch aufgewacht. Wir haben es immer lauter gemacht. Die bescheuerten echt. Die haben nichts gemerkt. Ja, irgendwann ist der Marcel mal in Trance. Ich muss mal was Besseres einfallen lassen.
Eben war die Welt noch in Ordnung, doch jetzt hängen die Wolken tief. Der bewegende Traum von ihrem Vater hat Patricia emotional daniedergerafft. Bei der sonst so taffen Bayerin kullern plötzlich die Tränen. Ich weiß auch nicht, weil ich gestern so mit diesem Wudu-Zeug und dann habe ich heute komische Sachen von meinem Vater geträumt. Patricia, können wir dir irgendwie helfen? Nee. Ich will irgendwie mit meinem Vater reden, mit meinem Vater. Patricias Tränen wollen einfach nicht versiegen. Ob da eine große Mädels-Trösterrunde helfen kann? Auf leisen Linderungspfoten versuchen Alex und Claudi den Grund für den spontanen Gefühlsausbruch zu finden. Wegen meinem Daddy traurig. Nein, Patricia. Wird schon wieder alles. Man muss immer dran glauben, dann schafft man es auch. Ja, too much, too much for me. Ja, so schön. Ja, Alex. Das ist schon wieder mit Schlachen. Aber weinen ist gut, weil dann geht alles raus. Ja, besser als wenn man alles in sich reinstopft. Dann wird es nur noch schlimmer. Ja, ich habe es ja vorhin probiert, aber es ging nicht. Ich habe da vorhin schon mit meinen Tränen gekämpft. Ich mag das ja nicht, wenn das dann einer sieht, weil ja jeder frägt. Das mag ich auch nicht. Aber man muss so viel, so viel Gehäuse hier, habe ich auch noch nie. Zeigen einen Charakter. Ja. Reden zeigen, dass man auch ganz anders sein kann. Ja, das stimmt. Und Tränen machen einen nur noch viel stärker. Und persönlicher und helfen. Sie ist so süß, die Alex. Das stimmt aber. Das stimmt wirklich. Trouble. Vermisst du ihn? Oh, trouble move away. I have seen your face. Auf deine Meinung. And it's too much for me to say. Aber du glaubst dann auch fest daran, dass der kommt, oder? Vielleicht will er es auch nicht. Aber ich glaube ich nicht. Halt. Das ist ja seine Tochter. Aber da ist so viel passiert. Ja, aber da kann man, wenn du drüber stehen kannst, kann er das auch. Und der hat noch mehr Lebenserfahrung, wo er sagt, jetzt muss ich auch mal meinen Arsch zusammenkneifen, wenn er sieht, meiner Tochter geht es nicht gut und die braucht mich jetzt. Und deine Adern fließt sein Blut. Nichts und niemand scheint Patricias Tränenflut bremsen zu können. Die Gefühle für ihren Vater Roberto Blanco haben die bedrückte Bayerin völlig übermannt. Zum Glück findet sie bei Kumpel Orhan weiteren Zuspruch und eine gute Portion hanseatischen Einfühlungsvermögens. Und das ist ja so stark geworden wegen deinem Traum, oder was? Ist einfach gekommen. Ja? Aber vorher hatte sie auch gar keinen Kontakt mit ihm, ne? Vielleicht kommt ja noch was. Ich muss mit dem reden. Hm? Ich muss mit dem reden. Über was denn? Hm? Über was, über allgemein? Über mich und ihn. Hm. Weil ich ihn ja liebe. Hä? Ich liebe ihn ja.
Hast du es mal außerhalb so versucht oder noch nie versucht, Kontakt aufzunehmen? Vielleicht war ich da auch noch nicht bereit dazu. Nee. Aber jetzt bin ich es anscheinend. Ich habe irgendwie heute Nacht so geträumt von meinem Vater und er hat irgendwie so mit mir geredet. Und da ich ja mit dem seit so knapp 5 Jahren gar keinen Kontakt mehr habe und da ich eigentlich mit ihm auch noch nie mehr geredet habe, so persönlich, habe ich den halt auf einmal total vermisst. Sie hat am Anfang jetzt nicht so ihre Tränen gezeigt, aber ist schon mit einem traurigen Gesicht rumgelaufen und an ihren Augen hat man auch gesehen, dass da Tränen drin sind. Ich kann mich nicht zurückerinnern, wann ich so einen Traum hatte, weil ich den wirklich also vor mir gesehen habe und der wirklich so mit mir gesprochen habe und ich dann irgendwie auch zu ihm gesagt habe, warum hast du mich nicht lieb? Also es war ein ganz komischer Traum irgendwie. Das hat sie so stark belastet, dass sie halt immer wieder in Tränen ausgebrochen ist und ihr jetzt, glaube ich, bewusst geworden ist, wie arg er ihr eigentlich wirklich fehlt. Für uns Frauen, denke ich mal, ist der Papa doch der beste Mann der Welt. Im Big Brother Haus ist man allzeit bereit für ein kleines Ründchen Teamtratsch. Denn während sich Neuzugang Diana schnell und unkompliziert den Gepflogenheiten der TV-WG angepasst hat, kämpft eine gewisse Mitbewohnerin vom Bodensee bis heute um ihren Platz an der Sonne. Zeit für eine Artenanalyse. Sie kommt hier rein und sagt, hier draußen bin ich total lustig und total lebensfroh und findet total schnell Anschluss und so. Und hier hat sie halt nicht so den Eindruck. Aber sie vergisst dann, muss ich auch Zeit geben. Hier sind ja viele, die sind schon sehr lange hier drin. Ja. Ne? Und es sind schon viele Leute gekommen. Und entweder das passt irgendwie auf Anhieb und man kommt irgendwie sehr schnell miteinander in Kontakt oder es passt halt nicht so. Und dann muss man halt mal gucken, wo so sein Platz in dem, wo so der Platz in der Gruppe. Ich sag mal, bei dir kommt jetzt vielleicht hinzu, das wird natürlich auch wieder hier gepusht, ist auch ganz klar, du bist ja auch keine hässliche Frau. Ja. So, und da wird ja jedem, der jetzt mit dir sich mehr unterhält, wieder jedem jetzt, weißt du, was ich meine, so, und, ja, ist ja so, kann man ja sagen, also, das ist natürlich, wenn eine Frau, die jetzt vielleicht nicht attraktiv ist, dann wird es natürlich nicht angedichtet, und bei jedem zweiten wird es jetzt heißen, ja, und, was findest, du, die findest du die, und, ja, weißt du, so, und das machen wir untereinander auch, wir sticheln uns ja auch. Klar. Dann kommt der Richtige, das ist ein passendes Thema. Was denn? Nein, wir haben gerade geredet, dass wir das Gefühl haben, oder ich habe das Gefühl, dass die Diana, die hat sich hier jetzt schon nach 2, 3 Tagen super eingelebt. Und dass jetzt jeden von uns oder vielen von uns, auch das machen wir natürlich auch untereinander, sie ist ja auch eine attraktive Frau und da wird ja jedem hier irgendwas angedichtet. Ich habe auch gesagt, ich stelle mir das auch schwer vor, wenn du nach einer gewissen Zeit hier reinkommst. Ja, wie ich schon gesagt, ich hatte auch Angst, dass ich hier reinkomme und dachte, ja, vielleicht passt du überhaupt nicht in die Gruppe. Vielleicht. Integrationsschwierigkeiten kennt Alex nicht. Die fesche Blondine weiß nur allzu gut, wo ihr Platz an der Sonne zu finden ist. Ohne Zweifel an Orhans Seite. Allerdings hat der Import aus Aschaffenburg da die Rechnung ohne ihren Herzbuben gemacht. Denn der beschwert sich beim bayerischen Beziehungsberater Benny über die verzwickte Situation. Ja, ich habe nie ausgeschlossen, dass da nichts gehen könnte. Aber ich habe auch nicht gesagt, dass jetzt was passiert. Mhm. Ich bin ein Mensch, ich bin nicht so, der von 0 auf 100 gleich in eine Beziehung geht. Mhm. Weißt du? Aber bei mir war es bis jetzt immer so, dass sich es bei mir aufgebaut hat. Mhm. Und mit der Zeit habe ich dann gesagt, okay, ich empfinde viel für dieses Mädchen und ich will mit dir unbedingt zusammen sein. Mhm. Und da gehören immer zwei zu. Ich kann ja auch nicht sagen, ey, du musst jetzt mit mir zusammenkommen. Das klingt zwar echt hart, aber sie ist zu dumm, das zu kapieren langsam, glaube ich, als du nichts von ihr willst. Also klingt zwar hart, aber es ist irgendwie so. Na, ich habe ja nichts ausgeschlossen. Ja. Ich habe immer gesagt, es kann sich was aufbauen, es kann immer was kommen. Aber im Momentan bin ich nicht so reif oder will ich keine Beziehung. Ja. Weißt du? Ja. Es kann kommen, es kann, was weiß ich, in 3, 4 Wochen kann es anders aussehen, dass ich sage, ey Alex, ich will was mit von dir und jetzt können wir uns richtig näher kommen und so. Aber zurzeit empfinde ich das nicht. Eine Empfindung namens Vorfreude geistert derweil durchs Wolkenreich. Am Samstag feiert Neuzugang Diana ihren 27. Geburtstag. Da lassen wildeste Spekulationen um eine mögliche Party selbstverständlich nicht lange auf sich warten. Ja, ja, liebe Bewohnerlein, hoffen dürft ihr gern. Aber ob sich euer Wunsch auch erfüllt, das liegt einzig und allein im Ermessen von Big Brother. Wir hoffen, dass bei der BB, wenn deine Party kommen könnte, dass die Bereiche offen sind. Mhm. Das wäre cool. Kann ich mir vorstellen. Was würde dich am meisten freuen? Du schwimmst. Ah.
Nee, damit man sich mal... Ja, damit man sich mal näher kommt, ne? Nee, die anderen, die Geraldine zum Beispiel, mit der habe ich ja fast gar nicht gesprochen bis jetzt. Mhm. Ne? Wow, und dann Alex, interessant. Ja. Was ist ja Geraldine, ist auch noch interessant, ey. Mhm. Ja. Dann könnte noch was interessant werden. Himmel-Hölle-Konstellation. Mhm. Was denn? Erzähl. Nein. So war das jetzt nicht gemeint. Schon süßer und am ist ein Model und er sieht gut aus. Schon, und das ist schon... Ja, hässlich ist er nicht, ne? Nee, sag ich auch. Hab ich auch schon mehrmal gesagt. Er ist so ein Typ, Mann, wo du sagst, nicht schlecht. Obwohl er eigentlich auf dunkelhaarig ist. Eigentlich nicht mein Typ, ne? Aber er ist ein süßer. Nach Saschas Anpreisung der Sirtelschen Vorzüge gönnt sich Diana erst einmal einen Sprung ins kühle Nass. Vom grazilen Jump inspiriert kommt Alex Gedankenkarussell um den attraktiven Neuzugang aus Barcelona in Fahrt. Im Fokus Dianas Ausstrahlung und die männliche Bewohnerschar. Und wer meinst du interessiert sich so für Diana jetzt? Von den Jungs? Also ich glaube ganz stark der Sascha Sirtel. Echt? Ja. Und dann, wie kommst du drauf, wenn ich fragen darf? Weiß ich nicht, das merkt man halt. Ja. Und ich glaube der Daniel, aber echt? Daniel finde ich, ich glaube eher der Sascha. Marcel? Hm. Ja gut, die finden alle so, aber ich glaube vom Gefühl her, der Sascha Sirtel. Sie müssen dann sehen, wenn die in einem Bereich sind. Geraldine sieht auch nicht so glücklich aus. Nee. Da hat ihr wohl jemand ein bisschen den Rang abgekauft. Gell? Mhm, hab ich auch schon gedacht. Mhm. Jetzt, wenn du mal zurückschaust, als Geraldine mit mir in der Hölle war. Jetzt alles geil. Was war da? War Marcel. Auch öfters am Zaun. Mhm. Als jetzt die Woche, mhm, wo Diana kam, oder? Ja. Weiß ich nicht, aber kann. Doch, ist mir aufgefallen. Haben sie immer abends geredet, viel. So sind sie halt, die Männer. Bestimmt, was hast du aber. Schaut auch nicht mehr so glücklich rein. Komm mal, Körper, was nicht. Weil sie hatte früher diese Rolle, die Diana jetzt hat. Die Pole Position auf der Beliebtheitsskala ist also nicht in Stein gemeißelt. Das kennt auch Alex. Bei Orhan spielt sie bekannterweise nur zeitweise die Hauptrolle. Dafür gibt die Blondine mit dem unverwechselbaren Wesen immer wieder Anlass zur Charakterstudie. Sauna Sascha hat seine ganz eigene Theorie. Ich glaube, sie kommt damit nicht klar. Sie hat draußen anscheinend Typen um sich rum, die sie verehren oder begehren oder was. Und für sie ist es auch neu, dass jemand sagt, du Mäuschen, ich will ja nichts von dir. Und er sagt immer, er möchte nicht als Macho dastehen. Dann sage ich, du kannst ja nicht als Macho dastehen, denn du hast ja klare Anweisungen gesagt, du hast ja klare Sachen gesagt. Aber handelt anders. Das ist was anderes. Ja. Und da habe ich gesagt, müsst ihr einen Mittelweg finden, ihr könnt nicht Hü und dann Hopp machen. Das passt nicht. Und das habe ich aber ihr auch gesagt. Ich sage, du kannst nicht sagen, du willst eine Bezugsperson haben, aber im nächsten Satz sagen, du willst nach Hamburg ziehen. Und ich weiß ja auch manchmal gar nicht, ist es jetzt naiv, ist es Spaß, ist es ernst? Genauso, wenn sie einen Teller ableckt. Sie weiß ganz genau, was sie macht. Siehst du? Und wenn sie das genau weiß, dann ist es nämlich auch nicht ohne. Weißt du, was ich meine? Kann ich mit 20 Jahren mich angucken und so, ich habe den Teller abgeleckt. Oder esse keine Banane, ich lutsch sie. Ess mal eine Banane, habe ich, ja. Er gleich wieder. Es gibt keinen. Wenn, dann tue ich an der Banane lutschen. Oh. Das ist, weißt du, was ich meine? Ich bin kein Missstück, ich bin Orhans Missstück. Ist ja keine Beleidigung, wenn ich jetzt Missstück zu dir sage. Du hast es ja selber gesagt. Ich bin Orhans Missstück. Wieso hat die denn da ihr... Ja, aber so Äußerungen sollte man, glaube ich, nicht überbewerten. Natürlich nicht. Es geht ja eigentlich gar nicht, wenn man sagt, man ist so lieb und so brav vor allen Dingen. Ja, da kommen manchmal Gestiken und Situationen, wo ich einfach nur grinse und in dem Moment schockiert bin, denn gerade von Alex hätte ich dann solche Sachen nicht erwartet. Na, ich denke, draußen geht die Dame schon ein bisschen anders ab als hier drin. Sie weiß auch, wenn ein Mann sie gut findet, wie sie mit ihren Reizen zu spielen hat, denke ich mal. Vielleicht ist es ihre Masche, ab und zu mal ein bisschen auf, sagen wir mal, treu, doof, naiv zu machen und dabei hat sie es vielleicht doch faustdick in den Ohren. Ob sie damit Glück hat?
das steht noch in den Sternen. Also man merkt ja, Orhan überlegt ja schon und denkt schon nach ein bisschen. Er ist ein bisschen verwirrt. Und vielleicht wäre es mal wieder Zeit, dass die liebe Frau Berger kommt. Kaum 3 Tage im Haus hat Neuzugang Diana schon sämtliches Männerblut in Wallung gebracht. Um den stimmgewaltigen Lockenkopf wurden bereits erste Liebesmaschen gestrickt. Es scheint, als wolle man sie mit aller Kraft einem gewissen blonden Franken mit breitem Gewinnerlächeln in die Arme treiben. Auf jeden Fall ein Grund für ein Frauengespräch. Die Jungs fangen jetzt auch schon an, mich mit dem Sascha zuzuklabern. Es wird, ne? Immer irgendwelche Andeutungen. Ja, ich denke auch, dass der irgendwie auf dich steht, glaube ich. Aber mein Gott, kommt vor. Das ist das Leben. Das ist falsch rüber. Da muss man durch. Nein, so aber es ist, nein, aber mein, ja gut, weil er halt hier immer so galt als so der Schönste von allen. Wobei, das ist immer Geschmackssache. So kriegen sie wahrscheinlich schon Angst, wenn er rüberkommt. Machen sie schon vorher. Aber da gehören ja immer 2 dazu, bekanntlich. Ja, das stimmt. Na, der ist schon nett. Ja, sehr nett. Von der Sympathiekunde zur Spielrunde. Beim folgenden Match gilt es für Geraldine und Daniel, ihre Mitbewohner zu erkennen. Das ist an für sich nicht schwer. Wären die Fotos der WGler nicht am Computer verzerrt worden? Für den schnellsten Finger und jedes richtig erratene Gesicht gibt es einen Punkt. Liegt man daneben, bekommt der Kontrahent einen. Auf zum ersten verrückten Antlitz. Marcel. Casey. Also ich würde sagen, das ist eher Jana. Ah, die Haare. Haben die anders gemacht. Gottes Willen. Alex. Das ist natürlich gemein. Benny? Das ist doch nicht Benny. Was? Doch. Hey. Ohrringe. Okay, Madeleine. Ich selbst. Sascha Sörtel. Wirklich? Das bin ich. Ich hätte auch gewusst. Schick. Daniel, Meister der Demaskierung, lässt mit 6-5 Punkten Geraldine im Regen stehen. Hätte ich mich selbst auf meinem Foto erkannt, hätte ich den Punkt ja noch gehabt. Da hätte ich auch ganz schön ins Fettnäpfchen greifen können. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, lange dunkle Haare, Madeleine. Ich fand es verdammt schwer, die Gesichter zu erkennen. Also die waren total entfremdet. Aber hat nicht sollen sein und wie gesagt, war ja ganz knapp bei uns beiden. Vom Verliererfrust zur Liebeslust. In trauter Höllenrunde kommt es zu einem unkeuschen Geständnis. Benny hat lüsterne Gedanken. Ob die frisch beflügelte Libido des Grünschnabels eventuell mit dem Einzug eines löwenmähnigen Sahneschnittchens aus Barcelona zu tun hat, man darf gespannt sein. Ich glaube, vor ein paar Wochen oder so hat irgendjemand mal hier im Haus gesagt, ob Frühlingsgefühle im Haus sind. Hat jemand gesagt? Ja, hat er gesagt. Wenn jetzt Frühlingsgefühle im Haus momentan sind. Wer hat es gesagt? Ja, einer vom Himmel. Bewohner. Bewohner. Das ist ja. Frühlingsgefühle habe ich schon seit Anfang der Staffel mit Casey. Aber wenn man es mal zählt, wie oft man rein an Sex denkt, naja, so oft ist es dann nicht, glaube ich. Ich denke schon oft immer so. Ein paar Mal die Woche passiert das schon. Ein paar Mal die Woche? Ja. Jeden Tag? Jeden Tag. Gestern die Dinge, die auch mal singen. Does anyone really care? Deep down we all the same. Trying to hide our pain. Hammer Stimme, ja. Da muss ich gleich wieder an Sex denken. Ja, Janine, kann man niemanden vorschmeißen. Also, ein normaler Mann denkt durchschnittlich am Tag 100 Mal an Sex. Habe ich mal gelesen. Diana führt aber nicht nur bei Benny zum Redefluss. Auch Alex scheint großen Gesprächsbedarf in Sachen Neuzugang zu haben. Dieses Mal muss Geraldine Rede und Antwort stehen. Ob sich hier vielleicht eine günstige Gelegenheit für eine Tratschrunde finden lässt? Und wie findest du den Neuer?
sehr nett, finde ich sie. Total süß. Auch, finde ich. Na, die Patricia und die Claudia Meinhalt, seitdem die da ist, sind die Männer ganz anders und sind voll, sag mal, voll verrückt nach ihr. Also, dass die Jungs sie sehr attraktiv finden, das ist ja schon, man ist ja auch super attraktiv. Und Sascha und ich haben schon gesagt, Sascha Sedl und ich haben schon gesagt, die Jungs benehmen sich ein bisschen mehr. Ja? Die machen nicht mehr ganz so viele Sprüche so. Echt? Aber gut. Ist halt auch immer, wenn ein Neuer reinkommt, dann muss man sie auch erstmal so gucken, abwarten. Ja, Claudia und Patricia meinen Sascha Sedl. Wenn sie richtig hübsch. Ja. Hat er schon gesagt? Und das ist so richtig sein Typ. Ja. Und der, ich glaube, der findet die schon sehr attraktiv. Und aber ich sag, ich würde dann nie einen Spruch bringen oder so, weil ich genau weiß, wie blöd das ist. Nee, ich sag ja auch nicht. Also, oh, weißt, die anderen machen dann direkt Sprüche und oder Benny haut dann Sascha mal gerne in die Pfanne. Ja. Weißt du, und dann sag ich mal, Benny, mach doch sowas nicht. Nee, ich würde auch nie was sagen. Die haben nur gemeint. Vielleicht kommen sie ja mal in einen Bereich. Ja, genau, das haben die beiden auch gemeint, da warte mal ab, wenn sie in einen Bereich kommen. Weil sie hat ja gesagt, sie steht absolut gar nicht auf Blond. Aber ich glaube, bei Sascha kann immer eine Ausnahme machen. Ja, ist ja auch ein Hübscher, ne? Ja. Das ist ja so, das haben sich die Jungs ja auch gewünscht. Eine dunkelhaarige Schönheit. Ja, ist sie auch wunderschön. Bäumchen, wechsel dich am Höllenzaun. Nach Alex gesellt sich nun Sascha zu Geraldine. Für die abgeschottete Brünette kommt Neues aus der unendlichen Geschichte um Orhan und Alex auf den Tisch. Und bei Liebesfragen schlägt das neugierige Mädchenherz natürlich gleich einen Takt schneller. Es kann ja nicht sein, dass sie sich alle Party mal küssen. Mein Herz hat bestimmt einen Fehler. Ich merke es besonders beim Küssen. Und halte mich fest. Und dann wieder aus dem Weg gehen. Was ist das denn? Weil Alex meinte dann so von wegen mit ihrer Mutter oder ihrer Oma, sie schämt sich davor, wenn sie sich geküsst hat oder so. Dann ich sag, ja Alex, aber ich sag mal, deine Oma und deine Eltern wissen auch so, dass sie sich draußen küsst. Also die muss ja hier keinen Sex haben, das verlangt ja niemand, aber... Ich meine, wenn sie einmal sich geküsst haben, dann ist doch ich. Ich finde es viel heuchlerischer, zur Oma zu sagen, nee, ich mach nichts und dann lügt sie dir an. Dann sage ich aber auch zu Alex, was willst du denn? Ja, sie hat das Gefühl, sie redet immer mit Ohren und er redet nicht mit ihr. Da habe ich gesagt, naja, in letzter Zeit kommt es mir so vor, wenn ihr eh nur abends redet. Hat Ohren aber gesagt zu mir, gestern musste ich erstmal in die Hölle gewöhnen und wieder um und er springt auch nicht immer, wenn sie ruft. Aber dann ist natürlich auch kindisch, sie sagt auf der einen Seite, ich will ihn als super Bezugsperson haben und im nächsten Satz sagt sie dann ungefähr, sie wird nach Hamburg ziehen. Aber wie ist denn Ohrens Standpunkt da? Also er hat Gefühle, aber draußen für die Person hat er auch Gefühle. Das hat er ja Ostern gesagt zu mir, auch vor ihr. Alex, ich habe jemanden draußen. Und dann habe ich ihm das abgenommen. Weil jeder, der mir was sagt, den glaube ich das ja. Ja, und dann ist es passiert und dann habe ich gesagt, oh, ich glaube, wir müssen mal reden. Irgendwie finde ich das komisch. Und dann meint er findet es selber komisch und er ist eben sehr durcheinander und das glaube ich ihm auch. Ein fester Glaube an sich selbst und ein pfiffigeres Flirtkonzept. Das hätte Sascha Sertl bestimmt nicht geschadet. Wenn auch etwas schüchtern in der Anmutung, es wird schnell klar, da liegt ein Prickeln in der Luft. Im Blick, ob er sie noch nicht weiß. Einiges. Ich kenne schon alles. Ich weiß, dass du zwei Schwestern hast, in Barcelona lebst. Dass du Single bist. Single bist? Das wollte ich jetzt nicht so direkt fragen, jetzt weiß ich es. Wie lange jetzt? 2 Jahre. 2 Jahre schon? Mhm. War schon 2 Jahre Single? In Spanien gibt es keine Männer. Gibt's doch genug spanische Männer. Stehe ich aber nicht drauf. Irgendwie. Wie bitte? Stehe ich nicht drauf. Zu Hause. Ja. Und es sind auch irgendwie da super viele, also die wollen alle Spaß haben und so. Hab ich keinen Bock drauf. Diana, ein immerwährendes Thema am Höllenschlund. Zumal es sich die Grazie nicht nehmen lässt, das eine oder andere Stündchen am Zaun zu verbringen. Der Grund dafür ist zwar nicht bekannt, ihre Dauerpräsenz bietet aber viel Raum für Spekulationen. Aber die ist oft am Zaun, ne? Mhm. Ja. Ist cool. Ja, warum? Da war ich auch. Was, damit meinte ich nicht Sascha. Das finde ich gestern, hast du mir gesagt, nur Blondinen kommen für dich in Frage.
Ey, darf man keine Scherze machen, Mensch? Ich frag doch nur! Glaubst du, ich spreng die gleich an, oder was? Nee, Mann, so schätze ich dich nicht ein. Eine hübsche Frau ist sie schon. Sie ist hübsch. Aber wird das so dein Typ, Ohren? Ja, oder? Nö, eigentlich nicht. Nee? Ja, sie ist natürlich hübsch. Ja, so. Und wenn ich sie, wenn man sie verliebt, dann verliebt man sich. Hm. Aber jetzt vom... Und im Club würdest du jetzt wahrscheinlich sie nicht so erst angucken, wahrscheinlich erst... Nee, so meinst du das nicht, ne? Du meinst, nee. Wenn du jetzt keine sehen würdest, dann würdest du eher sagen, dein Typ ist blond. Ja, das ist... Dein Typ ist es aber auch, oder, Benni? Ja. Aber richtig! Dein Typ ist es auf jeden Fall. Mhm. Ich finde ihre Art auch ganz, ganz süß, ihre Stimme auch so. Also. So eine kleine Maus, ne? Sobald ich merke, das ist nicht direkt genauso stark von seiner Seite aus wie von meiner Seite, gehe ich auf Abstand. Diana spricht Klartext. Verbirgt sich dahinter ein prickelndes Geständnis? Gleich. Liebe Zuschauer, wer ist Ihr...